Hallo und herzlich willkommen zu GamesTV 24 Daily, den täglichen Video-News-Überblick. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ist ein großer Tag, denn wir haben heute schon die Fallout 4 Pip-Boy Edition ausgepackt. Das ist die Special Edition von Fallout 4. Da wollte ich nur kurz darauf hinweisen. Dieses Video findet ihr natürlich auch bei GamesTV24 und bei unseren Webseiten. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Das ist eine coole Edition zu einem heiß erwarteten Spiel. Aber wir haben noch ein paar andere News. Ein bisschen länger warten muss man nämlich auf das nächste Mirror's Edge, Mirror's Edge Catalyst. Genau, und zwar bis zum 24. Mai 2016. Ja. Ursprünglich soll es ja im Februar kommen. Genau. Gleichzeitig mit Deus Ex und Far Cry Primal. Ja. Wäre jetzt nicht so ein guter Termin gewesen für DICE, das rauszubringen. Ja. Ohnehin. Aber anscheinend brauchen sie auch so noch mehr Zeit für das Spiel. Ja, also das zumindest sagen sie in einem Statement auf der offiziellen Homepage. Ist einfach ehrlich, sagen sie halt einfach, Mensch, wir brauchen da noch ein bisschen länger für. Ist ja auch ein spannendes Thema, Mirror's Edge Catalyst. Das ist ja Mirror's Edge, das erste Mirror's Edge war ja so ein Kultspiel, kann man sagen. War von den Verkaufszahlen jetzt kein Bombenerfolg. Und dann aber möchte man. Ja. Ist ein Kultspiel geworden. Also meistens ist es ja so, dass die Sachen, die sich schlecht oder schleppend verkaufen, dann später zum Kult werden. Genau. Mit Catalyst wollen sie aber wahrscheinlich natürlich einen Blockbuster irgendwie aufs Parkett zaubern. Und mein Gott, wenn sie halt noch ein bisschen länger Zeit brauchen dafür, dann sollen sie sie sich nehmen. Kommen ja eh jetzt genug tolle Spiele raus, die uns Wochen und Monate lang beschäftigen werden. DICE selbst arbeitet ja immer noch am Battlefront. Battlefront, also, genau. Da ist es verständlich, wenn sie nicht gleich das nächste Blockbuster-Spiel raushauen. Genau. Dann ist natürlich, sind wir kurz vor Halloween. Am 31. Oktober ist es ja soweit, das Erntedankfest. Wobei niemand mehr Erntedankfest dazu sagt. Ne? Ja, es geht ja eigentlich um Allerheiligen, der Abend vor Allerheiligen, also All Hallows Eve. Genau. Also Halloween. Halloween. Ja, wen es interessiert. Eigentlich ein uramerikanischer Feiertag, aber auch in Deutschland wird das natürlich gefeiert. Da laufen dann die Kinder von Haus zu Haus und betteln darum, dass ihre Zähne schlechter werden, indem sie irgendwie Süßigkeiten bekommen oder so. Aber seit Jahren wird es ja auch digital gefeiert. Richtig. Vor allem in Spielen. Und Steam hat da einen Sale rausgehauen. Genau. Steam vergünstigt einige Spiele, die auch ein Horrorthema haben, also beispielsweise Alien Isolation, kann ich übrigens persönlich empfehlen, ganz, ganz tolles Spiel, ist zu Unrecht ein bisschen untergegangen, kostet nur 24,99 €, DayZ oder DayZ, wie man mag, 27,19 € und H1Z1 oder H1Z1 oder Heezy. Kostet 16,99 €, da könnt ihr zugreifen. Auch relativ neu jetzt Soma, 23,79 €. Darkest Dungeon, 14,99 €. Und vor allem die Five Nights at Freddy's Collection. Richtig. Die ist neu rausgekommen und kostet 11,49 €. Ja. Also knapp 12 € für ein ziemlich ungewöhnliches Spielprinzip. Sollte man sich auch mal anschauen. Für den kleinen Taler gibt es das jetzt. Es gibt aber auch noch ein paar Nicht-Horrorspiele. Ja, oder? Nicht nur ein paar. Also ja. Die meisten sind Steam-Sale halt. Ja, es ist eigentlich ein ganz normaler Steam-Sale, nur Halloween wurde halt da als Aufhänger genutzt. Unter anderem GTA 5 für 40 € und City Skyline für 14 €. Ja. Also auch zwei super Spiele, die man, wenn man sie noch nicht hat, tunlichst zur PC-Sammlung hinzufügen sollte. Also schaut euch das mal an. Generell Halloween ist ja auch so ein Thema in Spielen. Ja. Nehmen wir nur ein Beispiel jetzt mal. GTA 5, bleiben wir doch da. Ja, genau. Da ist von heute an bis anschließend 16. November, also Halloween geht da mehrere Wochen anscheinend, gibt es in GTA Online diverse gruselige Halloween-Items. Ja. Neue Autos. Wackelköpfe für Amazon. So Leichenwagen, Monster-Masken und so weiter. Außerdem den spielbaren Schlitzer-Modus. Was ist das? Das klingt ja ganz schön fies. Da ist halt ein Spieler, der ist mit einer Schrotflinte bewaffnet und muss dann, ich glaube, 6 oder 7 andere Spieler aus dem Weg räumen. Also quasi so ein bisschen Slasher-mäßig. Ja, der Killer und die anderen müssen weglaufen. Genau, der Killer und die anderen müssen weglaufen. Klingt auch ganz lustig. Generell, das ist jetzt eigentlich zu viel, um das hier in unserer kurzen Zeit aufzuführen, gibt es in vielen, vielen Spielen. In fast jedem Spiel, das online ist, gibt es einen Online-Halloween-Modi. Ja. Also gerade die ganzen MMORPGs, die haben da natürlich immer so Sonderaktionen. Könnt ihr euch dann auch natürlich anschauen auf unseren Webseiten, da gibt es ja die ganzen News dazu.
Dann wollen wir mal kurz über ein Thema sprechen, das jetzt nicht direkt was mit Spielen zu tun hat, aber über den Umweg vielleicht doch irgendwann mal. Ja, das war ja vor einigen Jahren schon Thema, Netzneutralität, ja. Da hat ja die Telekom einiges vor. Und jetzt mit einem neuen EU-Beschluss möchte sie das auch konkretisieren. Genau, das wurde ja ein bisschen aufgeweicht in Brüssel. Oder war es in der anderen EU-Metropole? Ich habe keine Ahnung. Straßburg, genau. Ich glaube, es war in Brüssel. Da wurde darüber gesprochen. Und aufgrund von der Änderung dieser Regeln dazu, denkt die Telekom jetzt über eine erweiterte Tarife oder zusätzliche Tarife nach. Was heißt das konkret? Naja, die Telekom geht davon aus, es gibt halt unterschiedliche Qualitätsanforderungen an Verbindungen, an Online-Verbindungen. Ja, wer jetzt nur E-Mails eben liest oder bei Amazon sich irgendwas bestellt, der braucht eine andere Verbindungsqualität als Leute, die Online-Games zocken. Ja, oder große Unternehmen wie beispielsweise Firmen, die sich darum kümmern, dass Autos selbstständig fahren in Zukunft. Ja, oder so Telemedizin-Unternehmen, solche Geschichten. Ja, das ist ganz gefährlich, die Sache, weil da die Netzneutralität wird da halt nicht besonders gut behandelt. Naja. Weil andere gewisse Dienste werden halt dann bevorzugt. Da könnte es sein, dass, nehmen wir mal an, Maxdome, das Videoportal von der Telekom, die volle Internetleistung bekommt. Und Netflix bekommt nur ein Viertel davon. Ja. Also es birgt natürlich auch Gefahren, diese ganze Geschichte, ganz klar. Der Telekom-Chef Höttges, der begründet das Ganze ja auch so, der sagt beispielsweise, wenn man jetzt einen E-Mail-Account hat, ja, und dann ganz, ganz viele E-Mails da drin speichert oder große Dateien oder so weiter, wird man ja auch zur Kasse gebeten. Oder so Netzwerkdienste wie jetzt Xing, also Crossing und solche Sachen, ja. Wenn du da eine erweiterte Suche benutzen willst, dann musst du auch bezahlt werden oder so. Da kann man sehr kritisch gegenüberstehen, ja. Da ist natürlich diese Position. Und muss man halt sehen, ne, wie sich das jetzt entwickelt. Also ich sehe das auch mit Sorge. Ja. Ja. Wir werden euch da natürlich auf dem Laufenden halten. Wäre natürlich doof, wenn man jetzt einen vernünftigen Ping haben will bei Online-Games und dann plötzlich 10 Euro mehr bezahlen muss im Monat. Mal schauen, was die Telekom da jetzt vorhat. Vielleicht wird das Ganze ja doch nicht so schlimm. Ja, vor 2 Jahren haben sie ja versucht, irgendwie so die Flatrates quasi abzuschaffen und da so Volumengrenzen einzuführen. Dann sind sie auch damit gescheitert, zum Glück. Weil bei den Datenmengen, das war ja alles utopisch, was sie da gemeint haben, dass man irgendwie nur 20 GB im Monat oder sowas brauchen würde. Ja, wenn man Netflix hat, dann hat man das an einem Tag, wenn man sich eine Serie anguckt. Ja, das stimmt schon, ja. Wie gesagt, wird spannend. Bildet euch da mal eure eigene Meinung. Es gibt ja auch im Internet diverse Statements dazu und Meinungen und Kolumnen und so. Wir wollten es hier auch nochmal erwähnen, damit man das Thema einfach mal im Hinterkopf behält. Weil das ist wichtig und das Internet, da sind wir ja irgendwie alle drauf angewiesen mittlerweile. Und natürlich wollt ihr weiter eure Spielevideos sehen in unserer App. Und da sind ja natürlich auch so Datenvolumen, ist natürlich ein spannendes Thema. So. Dann wieder zurück zu den Spielen, nämlich zu Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Da gibt es Zahlen. Konami hat Verkaufszahlen veröffentlicht. Und zwar wurde Metal Gear Solid 5 5 Millionen Mal verkauft. Ausgeliefert? Ausgeliefert, ja. Es gibt ja immer diesen Unterschied zwischen verkauft und ausgeliefert. Das heißt, der Publisher hat gesagt, wir haben 5 Millionen Exemplare dieses Spiels in den Handel ausgeliefert. Alles das heißt, klar. Die haben das abgenommen. Ja, also natürlich freuen die sich. 5 Millionen. Super Sache. Wie viele jetzt mal verkauft wurden, tatsächlich, an den Endverbraucher, das geht da noch nicht so hervor. In den 5 Millionen sind aber auch digitale Exemplare. Das muss man auch erwähnen. Und die muss man ja nicht ausliefern. Von daher das stimmt. Sind die Zahlen wahrscheinlich ein bisschen korrekter als andere Auslieferungszahlen, die digitalen Sachen nicht Sinn haben. Ja. Es sieht auf jeden Fall nach einem Erfolg aus. Also so interpretiere ich diese Meldung. Ja. Metal Gear Solid 5 ist ja auch ein gutes Spiel. Ich meine, ich bin jetzt nicht so der Riesen-Snake-Fan. Also auch dieser ganze Stil ist nicht so ganz meins da mit diesen seltsamen Charakteren teilweise. Aber viele Leute mögen das natürlich und von daher ist quasi wie so aussieht, die Kojima-Abschiedsvorstellung bei Konami ein voller Erfolg. Das ist doch schön. Mal gucken, wann sie die nächsten 5 Millionen Exemplare von irgendeinem Spiel ausliefern können. Ja.
Vielleicht das. Mal gucken. Ach ja, Konami. Ja. Sagen wir mal nichts mehr dazu. Ansonsten, die Spielewelt ist natürlich spannend derzeit. Wir haben, der November geht los, die ganzen Schwergewichte, die sind in Startstellung. Ich habe eins davon, haben wir ganz am Anfang drüber gesprochen, Fallout 4, Need for Speed, da haben wir Videos zu, steht natürlich kurz bevor. Irgendwann erwartet uns ein Battlefront, ja, also Call of Duty auch. Call of Duty, es wird nicht langweilig und gerade jetzt, ich finde, das ist immer so eine wunderschöne Zeit für die Spieler draußen. Für uns ist es Stress pur. Also es ist der komplette Wahnsinn, aber wir machen das natürlich gerne für euch und wenn ihr Vorschläge habt, wenn euch irgendwelche Themen ganz besonders interessieren, dann schreibt uns doch an newsshow@gamestv24.de. Wir lesen jede Mail. Wir versuchen auch viele zu beantworten. Manchmal schaffen wir es nicht, alle zu beantworten, aber wir lesen jede Mail. Das landet nicht irgendwie in so einem toten Briefkasten. Ja. In diesem Sinne wünschen wir euch ein fantastisches Wochenende. Schaut, wenn ihr mögt, am Sonntag einfach in unsere Wochenzusammenfassung hinein. Ihr kennt das ja schon. Und ja, wir machen jetzt mal weiter, weil sonst wären wir nicht fertig heute. Macht's gut. Tschüss. Ciao.